Hallo und schön, dass ihr wieder zu meinem neuen Video eingeschaltet habt. Ich war bei IKEA und es sind leider viel zu viele Dinge mitgegangen, die gar nicht notwendig gewesen wären. Und die möchte ich euch heute gerne in diesem Video zeigen. Also, starten wir sofort. Was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt. Man fährt zu IKEA, Möbelmax, Möbelix, egal welches Geschäft, braucht vielleicht nur zwei, drei Dinge. Und raus kommt man mit einer fetten Tüte, so wie ich eventuell. Schrecklich immer. Geht es euch da vielleicht genauso? Würde mich echt interessieren, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr dann auch immer wieder Teile habt, die ihr dann mitnehmt, die eigentlich gar nicht geplant waren. Beginnen wir einfach mal mit den Sachen, die geplant waren, wegen was ich eigentlich zu IKEA gefahren bin. Als erstes bin ich wegen diesem großen Teil hier zu IKEA gefahren. Ich werde euch gerne die Namen und auch die Preise einblenden, weil die Namen immer sehr schwierig bei IKEA auszusprechen sind. Das ist der Scarp. Das ist so eine, ich möchte es noch nicht auspacken, weil ich es nicht sofort brauche, sondern wahrscheinlich erst so in einem Monat. Das sind diese Wäscheaufbewahrungskörbe, die man verschließen kann, also zumachen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Hier ist auch so ein Bild. Das ist so ein Korb, was unter das Bett passt oder auf einen Kasten drauf. Ich habe das deswegen mitgenommen, weil wir doppeltes Bettzeug haben, also sozusagen vier Polster und vier Decken. Und jedes Mal, wenn wir dann eine Bettdecke waschen, dann wird die natürlich sofort wieder frisch überzogen und die zweite wasche ich dann gerne auch und die verstaue ich dann hier, weil da haltet sich der Geruch sehr gut von der frischen Wäsche und ich kann dann einfach zwei, drei Monate später die Bettdecke wieder tauschen, die andere wieder waschen und die frisch gewaschene dann wieder in so einen Aufbewahrungskorb, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Bettkorb verstauen, finde ich recht praktisch und da haben wir uns einfach wieder eines mitgenommen, weil eines haben wir schon zu Hause. Wegen was wir auch noch zu IKEA gefahren sind, sind diese Stuhlbussen. Das ist jetzt für den Stuhl Hendrikstahl. Also wir haben Stühle von IKEA, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, und die haben eben so Sitzüberzüge und wir haben leider Gottes nur ein Set, weil das zweite Set leider einer davon kaputt gegangen ist. Das Problem ist somit, wir haben jetzt nur mehr ein Set und wenn wir die waschen möchten, dann schauen die Polster immer sehr leer aus. Außerdem ist der Unterstoff von diesem Sessel nur so eine Art Schaumstoff und wenn der Tiger dann hängen bleibt, dann reißt er Fäden raus und das möchten wir natürlich nicht. Und wir haben uns schon des Öfteren umgesehen wegen neuen Stuhlbussen bei IKEA, aber die Auswahl ist dort nicht immer sehr groß. Und jetzt haben wir beim Internet entdeckt, dass sie so blaufarbige haben. Ich packe euch jetzt da eines gerade nebenbei aus. Die schauen dann eben so aus. Das sind diese Stuhlbussen. Die werden dann eben so über den Sessel gestülpt und unten mit Klettverschluss an den Sessel befestigt. Und dieses dunkle Blau hat uns am besten gefallen. Und deswegen habe ich gesagt, wir sollten schauen, dass wir schnell zu IKEA kommen, dass wir die auch wirklich bekommen. Das ist ein Samtstoff in einem, wie ihr sehen könnt, sehr dunklen Blau, was uns sehr gut gefällt, gerade im Winter. Wir haben jetzt ein schwarz-weißes Blumenmuster auf den Sesseln, was eher für den Frühling-Sommer gut geeignet ist. Und wir haben uns gedacht, für den Winter und Herbst werden wir uns jetzt etwas Dunkleres einmal aussuchen. Da haben wir uns eben für dieses Dunkelblau entschieden. Da haben wir vier Stück mitgenommen für alle vier Sesseln, die wir eben zu Hause haben. Ja, die letzten beiden Dinge, die auf der Liste gestanden sind, die auf jeden Fall auch mit dürfen, wenn wir wegen unseren Stuhlhosen fahren, sind einmal diese Pantoffel. Die trägt mein Freund sehr gerne zu Hause. Er hat da schon ein, zwei Paar zu Hause und
hat sofort gesagt, wenn wir wieder zu IKEA kommen, möchte sich gerne ein Reservebar mitnehmen. Er tragt die gerne zu Hause. Mir reicht es, mit Socken zu gehen, aber er mag die gerne, deswegen haben wir die auch mitgenommen. Und was auch bewusst mit durfte, waren diese Messersets. Wir haben von denen schon zwei solche Päckchen zu Hause. Die haben wir aber schon bestimmt 4-5 Jahre. Und von den Sets sind uns jetzt drei Messer kaputt gegangen. Also der untere Griff hat sich schon gelöst. Diese Metallschrauben sind uns rausgegangen. Wir stopfen die auch einfach in den Geschirrspüler, was wir vielleicht nicht tun hätten sollen. Und da haben wir beschlossen, wenn wir wieder zu IKEA kommen, dann nehmen wir uns da einfach neue mit und die zwei, drei, die uns kaputt gegangen sind, werden wir dann entsorgen. Oder beziehungsweise, wir haben sie bis jetzt noch benutzt, aber es ist sehr nervig, wenn der Griff immer wackelt. Und deswegen haben wir uns jetzt wieder zwei Päckchen mitgenommen. Die schneiden echt gut und die nutzen wir gerne, wenn wir am Abend zum Beispiel kalt essen, also Brot mit Aufstrich, Käse und Wurst. Da kriegt jeder so ein scharfes Messer dazu und ja, die benutzen wir wirklich sehr regelmäßig und deswegen haben wir da auch wieder zwei mitgenommen. Ja, und jetzt kommen wir zu den ganzen Sachen, an denen ich einfach wieder nicht vorbeigehen konnte. Beginnen wir einmal mit diesem Trio an Blumen. Das sind Kunstblumen und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich Kunstblumen sehr gerne habe zum Dekorieren. Ich habe auch nicht unbedingt das Händchen für richtige Pflanzen. Das Einzige, mit denen ich gut umgehen kann und auch stolz drauf bin, sind meine Orchideen. Dafür habe ich ein Händchen, aber das war es dann leider auch schon. Also kaufe ich mir gerne Kunstblumen und da haben mich diese drei im Set sehr angesprochen. Gleich mit so einem lieben Untertopf. Mir haben die Farben sehr gut gefallen und war eben, wie gesagt, ein Dreier-Set. Ja, die konnte ich einfach nicht stehen lassen und sind natürlich in das Einkaufswagen mitgewandert. Dann habe ich passend für unseren neuen Sitzüberzüge Servetten mitgenommen, weil ich finde, wenn die Servetten passend zu Stuhlhussen sind, dann schaut das immer sehr schön aus. Der ein oder andere denkt euch jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, was hat sie für ein Monkverhalten? Ja, was Dekoration farblich zusammenpassend betrifft, bin ich ein kleiner Monk, das muss ich leider zugeben. Ich habe das Muster sehr schön empfunden. Mein Freund war jetzt nicht unbedingt begeistert, weil er meinte, es schaut sehr Oma-mäßig aus. Gut, dann mag ich eben Oma-mäßig, mich stört es absolut gar nicht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das so dazu gebe und die Servetten passend zu den Stuhlhussen am Esstisch platziere, dann finde ich das sehr hübsch. Deswegen habe ich diese Servetten zweimal gleich mitgenommen. Es hätte noch sehr viele andere gegeben und ich hatte auch dann noch zwei, drei Packungen mehr im Einkaufswagen, die ich dann zurückgelegt habe, weil ich mir dann doch bewusst geworden bin, dass man nicht unbedingt 6-7 Päckchen Servetten mitnehmen muss. Es gibt immer wieder neue und habe die anderen dann einfach wieder liegen gelassen. Auch habe ich mir mitgenommen, wieder um auf die Blumen zurückzukommen, so ganz einfache, ich würde sagen, Fake-Blätter, die ich dann gerne im Herbst-Winter dekorieren möchte. Ich weiß, es sind einfach nur Deko-Blätter auf einem Stiel, mir gefällt es aber sehr gut, da vielleicht eine rote Blume dazu dekorieren in einer schönen Vase. Ich finde, dass sie auch nicht ganz so künstlich ausschauen wie manche anderen. Die haben mir gut gefallen, da habe ich mir eben zwei Stiele mitgenommen. Auch an denen konnte ich leider nicht vorbeigehen. Auch mitgenommen haben wir uns eine neue Badezimmermatte. Die sieht so aus. Die ist etwas kleiner als die, die wir sonst haben. Wir haben eigentlich immer die von IKEA, weil wir die eigentlich am kuscheligsten finden, wenn wir aus der Dusche steigen. Wir haben auch schon, ich glaube, 4 oder 5 Sets zu Hause in den verschiedensten Farben. Und meistens, wenn ich zu IKEA komme, gibt es irgendeine neue Variante und jedes zweite, dritte Mal darf dann eine neue Badezimmermatte mit.
Und so war es diesmal wieder. Ich habe mich diesmal nicht für eine einfärbige entschieden, weil unsere anderen sind alle einfärbig. Ich habe mich diesmal eben für dieses Gestreifte entschieden, in diesem Blau-Weiß. Gefällt mir sehr gut und dürfte auch mit. Dann habe ich uns noch mitgenommen, so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind diese typischen Säckchen, die es bei IKEA gibt, wo man Sachen aufbewahren kann, die oben einen Klapp, also so einen Knackverschluss haben, keinen Zip, sondern wirklich so zum Einklippen, ich weiß jetzt nicht, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Da habe ich eine Packung wieder mitgenommen, da sind 25 Stück drinnen. Ich finde die urpraktisch, sowohl für den Kühlschrank, aber auch wenn wir etwas einfrieren wollen, nehmen wir die gerne, aber auch einfach nur, um etwas aufzubewahren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schmuck einer Freundin schenke oder so, dann gebe ich das auch gerne in so einen Sackerl, weil man es oben einfach super verschließen kann. Finde die immer recht praktisch und wenn ich mal bei IKEA bin, was nicht so oft der Fall ist, dann nehme ich da gerne eine Packung mit. Dann habe ich mir wieder drei meiner Bilderrahmen mitgenommen. Ich finde da Preis-Leistung wirklich top. Mir gefällt die Art von Gold und die Größe der Bilderrahmen wirklich sehr. Ich habe da schon zwei oder drei Stück zu Hause und manchmal habe ich das Gefühl beim Dekorieren, dass mir da der ein oder andere gefehlt hat. Und deswegen habe ich mir jetzt mal sicherheitshalber wieder drei mitgenommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt vielleicht das nächste halbe Jahr wieder nicht zu IKEA komme. Und deswegen sicherheitshalber gleich drei Stück mitgenommen. Ich dekoriere da sehr gerne so Spruchbilder hinein oder auch Familienfotos. Sind auch ein perfektes Geschenk, finde ich, zum Weiterschenken, wenn man jetzt Fotos von Kindern hat oder vielleicht von einem Haustier, was die Person sehr liebt, kann man ein schönes Foto hineingeben, das verschenken. Ich finde die Rahmen sehr schön und sie sind auch nicht wirklich teuer. Dann habe ich mir noch mitgenommen, auch an sowas kann ich sehr schwer vorbeigehen und kaufe ich eigentlich bei jedem Mal, wo ich zu IKEA komme oder auch in anderen Geschäften, so ein Potpourri. Ich nehme an, ihr kennt das und wisst, was das ist. Ich fülle das sehr gerne in kleine Schälchen, verteile das unterschiedlich nach Geruch auf der Toilette oder habe es wirklich bewusst als Deko irgendwo stehen. Ich mag die gerne, ich finde den Geruch sehr angenehm und sie sind auch noch dazu sehr dekorativ. Und da habe ich mir jetzt mitgenommen Finter, das soll schon eher in das Winterliche gehen, hat einen leichten Geruch nach Apfel und ein bisschen nach Tanne, finde ich. Ja, ein sehr angenehmer Duft und auch diese Packung habe ich natürlich dann eingepackt und konnte ich dort nicht liegen lassen. Zum Glück habe ich nur die gesehen, weil IKEA hat da oft sehr viele zum Austesten. Also oft liegen da drei, vier verschiedene Duftrichtungen. Ich habe zum Glück nur die gesehen, weil es könnte sonst auch passieren, dass ich gleich die anderen auch mitnehme. Ja, und zum Schluss durften noch zwei fette Duftkerzen mit nach Hause wandern. Da wir uns nicht einig wurden, welcher Duft es werden soll, haben wir dann beide gekauft. Ich glaube, dass die sogar neu sind. Bin mir aber nicht sicher. Es hat uns sehr gut gefallen, dass sie so einen goldenen Deckel oben haben, mit dem man das auch schließen kann, wenn man sie ausgepustet hat. Und das halt einfach sehr praktisch ist und das Design mir auch sehr gut gefällt. Das sind übrigens für mich auch Gläser, die ich, wenn sie abgebrannt sind, definitiv wiederverwenden würde, weil sie sehr stabil wirken. Da haben wir uns jetzt eben einmal für diese Variante entschieden. Das ist eine Variante mit Kaffeeduft. Es war recht witzig, wir wollten eigentlich nur eine mitnehmen, aber wir waren uns da nicht ganz schlüssig, ich und mein Freund, dass wir dann doch beide mitgenommen haben, weil wir uns nicht einigen konnten. Ja, das ist eben der Geruch nach Kaffee, ein sehr herber Duft. Das muss man einfach mögen. Ich glaube, dass es für mich vollkommen in Ordnung ist. Ich hoffe, dass er mir dann auch zusagt, wenn er mal angezündet wird. Mein Freund war hin und weg und hat gesagt, diese Kerze nehmen wir auf jeden Fall. Gut, dann kommt sie mit. Ob sie mir wirklich dann zusagt, kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber
ja, es muss es nicht immer mein Kopf durchgesetzt werden, deswegen haben wir natürlich diese Kerze mitgenommen. Aber wenn ihr euch diese Kerze anschauen wollt, dann auf jeden Fall dran schnuppern. Ich glaube, dass es nicht ein Duft ist, der jedem zusagt. Also bitte nicht einfach blind kaufen, sondern wirklich daran schnuppern. Wäre wichtig. Und die zweite Variante ist eben in diesem roten Glas. Und die riecht nach Pflaume oder... Ja, Pflaume soll das sein, glaube ich. Und das ist wieder so ein typischer Duft, den ich sehr gerne mag. Es ist ein süßlicher, starker Duft, finde ich persönlich. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wie lange er riechen wird, ob er beim Anzünden stark riechen wird. Angeblich laut Beschreibung brennt sie 40 Stunden. Auch das ist für mich nicht relevant. Also ich kaufe mir Kerzen nicht aufgrund seiner langhaltigen Brennbarkeit, sondern meistens nach dem Duft, weil mir der Duft einfach wichtig ist oder vielleicht auch das Glas gut gefällt. Da kommt das Verpackungsopfer wieder bei mir raus. Aber der Geruch von dieser Pflaumenkerze ist wirklich gut und deswegen haben wir die dann natürlich auch noch mitgenommen. Ich könnte mir vorstellen, oder ich bin sogar überzeugt davon, dass das Düfte schon eher für den Herbst, Winter sind und absolut nichts für den Sommer. Und mir trifft sich das sehr gut. Die werde ich sicher in den nächsten Wochen und Monaten des Öfteren anzünden. Da kann ich euch gerne auch mal berichten, ob ich sie dann immer noch gut finde und euch empfehlen kann. Ja, meine Tüte ist dann wieder leer. Es sind doch einige Sachen mitgekommen, die gar nicht so geplant waren. Ich freue mich trotzdem sehr darüber. Wie handhabt ihr das? Seid ihr oft bei IKEA? Ich versuche eigentlich, dass ich es nicht so oft zu IKEA schaffe, weil, wie ihr seht, da immer 3-4 Dinge mitkommen, die so nicht geplant waren. Andererseits kann ich auch sagen, dass mich dieses Mal der IKEA ein bisschen enttäuscht hat. Ich war jetzt gefühlt 8-9 Monate nicht bei IKEA und dachte wirklich, oh mein Gott, meine Geldbörse wird dort glühen, ich werde wieder zu viel Deko kaufen, zu viel Schnickschnack. War diesmal gar nicht. Ich habe eigentlich Sachen gekauft, die ich schon kannte. Ich meine, natürlich Servetten, ja, wer kennt keine Servetten, da kommt es aufs Muster an. Dort gab es, weiß ich nicht, 10, 20 verschiedene Muster. Habe dann kurzzeitig zu viele in der Hand gehabt, sie wieder weggelegt. Aber so an Deko-Sachen, dass ich jetzt sage, ich kaufe mir zum Beispiel auch gerne so eine Etagerie oder vielleicht mal irgendeine andere schöne Vase, da hat mich eigentlich nichts angesprochen. Seid ihr momentan vom Sortiment von IKEA begeistert oder seid ihr da auch so wie ich eher der Meinung, er hat momentan nicht so viel Neues? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir das mal bitte gerne. Ja, und das war's dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein kleiner IKEA-Haul. Wenn es so ist, ein Like. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, gerne ein gratis Abo dalassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Baba.